Solasta ist ja im Grunde witzigerweise sehr ähnlich wie Baldur's Gate 3 eigentlich. Zum Beispiel wird jetzt auch viel über Vertikalität geredet. Erzähl doch mal ganz kurz, was das überhaupt ist, weil ich glaube, jemand, der jetzt keine Ahnung hat, Solasta noch nie gehört hat, was muss ich jetzt allererstes wissen darüber? Es ist ein Rollenspiel. Es benutzt genau wie Baldur's Gate die 5. Edition von Dungeons & Dragons. Es wurde über Kickstarter finanziert. Und es wird gemacht von Leuten, die früher Endless Space gemacht haben, falls das jemand was sagt. Das war dieses Weltraumstrategiespiel. Und es ist wirklich sehr stark am Pen and Paper orientiert. Es geht hin bis zur Party, die aus 4 Leuten besteht und die du dir wirklich komplett selbst baust. Also es gibt keine Begleiter wie bei Baldur's Gate oder Mass Effect oder was auch immer. Also nicht Leute mit Persönlichkeit, sondern du baust deine ganze Party selbst. Und ihr seht es auch gerade hier, wie nah am Pen and Paper. Das hatte nämlich Baldur's Gate 2 damals noch. Ihr werft tatsächlich Würfel für Charakterwerte virtuell. Und lustigerweise, die hatten ja ursprünglich, hatten sie gar nicht die D&D-Lizenz und haben so mehr oder weniger inoffiziell ein D&D-Spiel mit dem Regelwerk gemacht, ohne es eigentlich zu haben. Und jetzt ist es tatsächlich offiziell ein D&D-Spiel. Was ich aber ganz lustig finde, du hast ja schon gesagt, du machst eben diese 4 Charaktere, die alle selbst gebaut sind. Und die haben zwar keine Persönlichkeit im Sinne von, dass es Charaktere mit einer eigenen Story sind, jetzt der rote Prinz aus Baldur's Gate, aber du teilst ihnen dafür Persönlichkeit zu, basierend auf den Sachen, die du für sie wählst. Dann wählst du immer so, das hatten wir vorher ein bisschen gesehen, so Persönlichkeitsflaggen wie, du wählst den adligen Hintergrund und dann kannst du als Persönlichkeitsflagge egoistisch wählen, zum Beispiel. Und das beeinflusst dann die Dialoge später, sehen wir dann nachher noch. Das Ganze ist auch ein cooles System und das Spiel basiert auch nicht auf dem, es basiert also auf den Regeln von Dungeons & Dragons, aber es ist eine ganz eigene Welt. Man sieht es gerade so ein bisschen im Trailer, es geht darum, vor langer Zeit mal eine große Katastrophe und dann kamen die Menschen und Götter in die Welt der Elfen. Die Elfen wurden, ihr ganzes Reich wurde zerstört und... The Witcher! Ja, ein bisschen. Ja. Vielleicht ist Siri schuld, vielleicht. Wer weiß, ja. Aber ist eine coole Idee und am Anfang bist du einfach so eine typische Abenteurergruppe einfach, ja. Und die wird jetzt ausgeschickt in diese Badlands, wo da eben alles kaputt gegangen ist. Da sind jetzt natürlich 100 Jahre später alle möglichen Monster und dunkle Bedrohungen, was auch immer. Ich glaube auch tatsächlich, die Story wird nicht so wichtig sein in diesem Spiel. Es geht eher darum, dass du mit deiner Party losgehst, coole Kämpfe schlägst, besser wirst und die sehr coolen Dungeons erforscht. Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Jetzt aufs Stichwort. Hier ist man in einem Dungeon. In dem Fall alleine noch. Später werden wir noch sehen, dass es auch sehr... Wir hatten gerade neulich das Thema im React was, glaube ich, vorher, dass die Spielebranche manchmal dann so recht langsam auf Ideen kommt und plötzlich siehst du mehrere Spieler, die was recht Ähnliches machen. Denn Solasta hat ganz ähnlich wie Baldur's Gate 3 so sehr vertikale Dungeons. Der jetzt eben gerade noch nicht, aber da kommen wir noch dazu. Und auch so dieses 4-Gruppen-D&D-rundenbasierte Kampfsystem. Also es hat tatsächlich einige Ähnlichkeiten. Ja. Was Solasta noch macht, ist auch mit der, was du schon angesprochen hast, mit der Vertikalität und auch mit diesen Springen, Klettern, so ähnlich wie Baldur's Gate, aber sie gehen noch einen Schritt weiter. Es gibt jetzt hier, wir sehen es gleich, auch Säulen, die du umschmeißen kannst. Es wird viel gespielt mit Gegnern, die an den Wänden laufen, an der Decke, natürlich Spinnen vor allem. Auch so eine Sache, dass du selbst auch Levitationszauber benutzen kannst, um zu fliegen zum Beispiel, wenn du irgendwie siehst, ah, da hinten, das ist eine große Schlucht, und da hinten ist eine Schatzkiste, nehme ich doch mal meinen Levitationszauber. Morrowind-Spieler werden sich erinnern. Das ist dann nochmal, finde ich, noch fast eine Stufe mehr als Baldur's Gate, aber es ist hier noch sehr klar, du siehst sofort, okay, weil das noch das Tutorial ist. Ne? Ja. Später soll das dann auch mehr Freiheiten dir geben und mehr Möglichkeiten. Ich finde aber, sie machen auf jeden Fall die ganze Sache mit dem Springen und so. Okay, hier sieht man auch ein bisschen so Umgebungsinteraktion, das fand ich schon auch sehr cool. Aber das ganze Springen durch die Level macht Solasta, finde ich, sogar besser als Baldur's Gate. Weil bei Baldur's Gate ist es so diese Fähigkeit, die du aktivierst, die sehr unorganisch irgendwie wirkt. Total. Und hier sieht man, dass dieser RPG-Charakter recht organisch so durch dieses Level turnt. Und später hast du eine Party von 4, die das macht. Und dann gibt es auch immer wieder Fallen, die dich runterfallen lassen und sowas. Ich habe es nur in der Demo habe ich es gespielt, woran sie wirklich noch arbeiten müssen, ist die Kameraführung, weil die kommt nicht damit klar mit diesen Dungeons teilweise. Das ist sehr nervig. Aber die Idee ist halt echt cool.
Ja, und das Spiel hat natürlich auch, du siehst es schon, es hat natürlich nicht diesen Produktionsaufwand wie in Baldur's Gate 3, ja, diese Zwischensequenzen, das sieht natürlich jetzt nicht so brillant aus, sage ich mal, aber was cool ist dabei, ist, dass diese Dialoge eben in diesen Zwischensequenzen werden dynamisch zusammengestellt, eben wie du gesagt hast, auf Basis ihrer Charakter-Traits. Das heißt, der eine ist arrogant, der sagt dann halt so einen blöden Spruch irgendwie, ja, ist mir doch egal. Und der andere ist irgendwie ein guter Typ, der sagt, aber was ist denn mit den Kindern, die da in dem brennenden Haus leben, wohnen noch? Das ist schon ganz ziemlich nett. Man hat aber auch selber dann Multiple-Choice-Dialoge, also man kann dann auch selbst wählen zwischen Sachen, quasi welcher Charakter was sagt. Und die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Und was sie sich auch ein bisschen, denke ich mal, von Divinity abgeguckt haben, ist diese Interaktion mit der Spielwelt, was du siehst. Kann Fackeln anzünden, es gibt viele Sachen, die man machen kann. Kisten verschieben habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es ist schon auch, man sieht, wo sie ihre Lektionen rausgezogen haben. Und ist ja auch cool, weil, ich meine, außer Divinity hat das noch wirklich kein Rollenspiel so gemacht in der Konsequenz. Ja, es wird gefragt, wann ist der Early Access im Handel? Weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber ihr könnt es jetzt schon eine Demo spielen. Solasta ist jetzt auf Steam tatsächlich. Ja, aber nur noch bis zum nächsten Montag einschließlich. Ja, das stimmt. Im Rahmen dieses Steam Summer Festivals. Aber unbedingt die Demo einfach spielen. Das ist ein eigenes Abenteuer. Wird auch nichts gespoilert dadurch. Early Access. Das ist noch so eine Sache. Ob der kommt, ist noch nicht ganz klar. Man kann es vermuten, weil der Entwickler, der Hauptentwickler, der hat, wie gesagt, Endless Space entwickelt. Und das war eigentlich ein Pionierprojekt für Early Access. Nach Minecraft quasi eins der ersten Projekte, die das so in der Konsequenz gemacht haben. Und im Interview haben sie gesagt, ja, mal schauen. Ich gehe eigentlich sehr fest davon aus, dass das dieses Jahr noch im Early Access kommt. Vermutlich so September oder sowas. Und der Release ist eigentlich für Anfang 2021, vielleicht wird es auch ein bisschen später, angesetzt. Ich sehe auch gerade ein Problem bzw. Planungsfehler bei uns, zwei so ähnliche Spiele aneinander zu reihen. Mehrere Leute fragen sich, reden wir noch über Baldur's Gate oder ist das was anderes? Das ist nicht mehr Baldur's Gate, das ist Solasta, der Indie-Underdog-Konkurrent von Baldur's Gate. Genau. Crown of the Magister heißt der. Genau, Solasta, Crown of the Magister. Was tatsächlich eben ein Spiel ist, das wirklich viel mit Baldur's Gate 3 gemeinsam hat. Aber das zum Beispiel gibt es in Baldur's Gate 3 nicht, eine Weltkarte, wo du noch so richtig altmodisch klickst und hinreist und dann auch zwischendurch darauf achten musst, dass dich keine Banditen überfallen und du musst Essen mitnehmen und all sowas. Es sagt sogar jemand, das hier sieht mehr nach Baldur's Gate aus. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt eigentlich, oder? Also wenn man jetzt von dem Budgetunterschied absieht, das hat so eine bisschen gesetztere Farbpalette hier so. Ich finde tatsächlich, dass das hier durchaus, wenn du mir das jetzt einfach gezeigt hättest, so ein kleines Indie-Studio hat die Lizenz gekriegt, das hier ist Baldur's Gate 3, hätte ich gesagt, ja, kann schon sein. Also ja, das Interface, da siehst du extrem hart, dass das die Endless-Macher sind. Ja. Wenn du das kennst, diese Art von Interface, wie die machen, also die ehemaligen, das ist genau das. Aber hier sieht man auch nicht so drauf. Aber ja. Gut. Ja, ich finde, es passt zu so einem Rollenspiel nicht. Da mag ich schon so ein bisschen mehr so ein Interface, das sich ein bisschen mehr Holz nach. Ja, genau. Nach Interface mit mehr Gewicht, das nicht so schwebt über dem Spiel. Ja, ja. Aber hier sieht man auch nochmal schön die Vertikalität. Guck mal, wie weit über dem Fluss das ist und so. Ja. Das ist schon cool. Und was auch. Also, sie haben dafür halt Komfortfunktion ein bisschen, ja, du hast ja ganz schön, kannst die gut sehen, wo du dich hinstellst. Es gibt auch coole Kampf-Features. Und guck, jetzt hat er den Wolf hier hinunter. Genau, wie in Baldur's Gate 3. Ja, wie in Baldur's Gate 3, ja. aber es gibt zum Beispiel im Kampf so ein bisschen Anleihen an XCOM, dass du eben sagen kannst, ich bewahre quasi, ich kämpfe, ich greife jetzt nicht an, sondern ich bewahre mir meine Aktion auf und mache so eine Art Overwatch und wenn ein Gegner vorbeikommt, dann kann ich die und die Aktion machen. Ja. Oder du kannst reagieren, wenn dein Verbündeter angegriffen wird, kannst du versuchen, den Schlag zu blocken und so. Das macht so ein bisschen, finde ich, dadurch werden die Kämpfe noch ein bisschen dynamischer als bei Baldur's Gate 3, das ja sehr, also wenn deine Runde vorbei ist, ist deine Runde vorbei. Ja? Da hast du höchstens vielleicht noch einen Gelegenheitsangriff, wenn ein Gegner in deine Nähe kommt. Und bei Solasta kannst du zum Beispiel aber auch Sachen machen, wie hier die Brücke zum Einschutz bringen einfach. Das ist schon auch cool. Lass uns auf jeden Fall wieder so ein bisschen, vielleicht so ein paar Schnellfragen aus dem Chat beantworten.
Ich schaue gerade mal, ob es schon was gab. Wenn nicht, könnt ihr gerne mit Ausrufezeichen Frage weiterhin Fragen stellen. Maurice und Peter sind natürlich schon, haben selber schon so viele Fragen aneinander, dass sie wahrscheinlich den ganzen Slot auch mit einem eigenen Gespräch füllen könnten. Ja. Aber werdet gerne die Fragen los, Leute. Dann gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Welches findet ihr bis jetzt besser, fragt Johnny. Oha. Oha. Beides geht. Ja, schon. Ja? Viel, ich sag mal, vielversprechender. Ja? Besser, das weiß ich ja noch nicht. Wir haben es ja noch nicht getestet. Genau. Aber. Bei Solasta gibt es so ein paar Dinge, wo ich noch nicht weiß, wie gut sie tatsächlich funktionieren werden. Zum Beispiel, ich finde ja, dieses Dialogsystem ist prinzipiell mega cool, dass du selber festlegst, du hast einen zynischen Charakter und einen solchen und so, und dann teilt das Spiel denen automatisch die Sprüche im Dialog, die zu ihnen passen. Ich frage mich nur, wie vielfältig das sein wird. Also was macht es zum Beispiel, wenn ich sage, ich will eine Gruppe aus 4 heldenhaften Paladinen spielen und es gibt gar keinen, der die zynische Option... Ja, das will ich natürlich nicht. Das wäre eigentlich oder dann sagen wir umgekehrt, 4 Säcke. und dann hat das Spiel, aber ich habe das mal die Entwickler gefragt, das war schon ein Jahr her, und damals war ihre Antwort, die Dialoge sind eigentlich immer gleich, es wird nur immer dem Charakter zugeteilt, der am ehesten dazu passt. Das heißt, wenn ich 4 Säcke habe, dann wird trotzdem irgendwer die edle Antwort sprechen. Es ist dann nur der am wenigsten Sack ist. Und okay, das Spiel, weil ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, du müsstest ja eine endlose Vielfalt an Dialogen schreiben, wenn du für 4 völlig frei erstellte Partymitglieder das machen willst. Mhm. Aber das nimmt dann schon ein bisschen den Reiz des ganzen Systems raus, verglichen damit, weil das hast du eben gar nicht, Partymitglieder mit eigener Story zu haben. Und das ist ja an Baldur's Gate mit als eine der besten Sachen. Das ist nicht. Ich sag mal, man sollte nicht zu viel erwarten, aber dadurch kann man auch positiv überrascht werden bei Solasta. Also mich hat es auch einfach positiv überrascht. Ich wusste davon gar nichts. Ich habe die Kickstarter nicht mitgekriegt. Ich habe es damals nie auf der Gamescom gesehen. Und dann hat mir gesagt, hier, wir zeigen euch das Spiel. Und ich habe es angeguckt und dachte mir, hey, das ist ja gar nicht schlecht. Das ist, das könnte ganz nett werden. Einfach ganz okay, ganz gut. Und was man noch sehen muss, ist einfach, Quests haben sie ja noch gar nicht so richtig gezeigt. Ja, gibt es verschiedene Quest-Verhaltensweisen. Die Städte haben sie nur ganz kurz angeteasert. Ist das mehr so ein Icewind Dale, wo du einfach hauptsächlich kämpfst? Oder gibt es dann wirklich auch mit Fraktionen, haben sie gesagt, soll es geben, soll es irgendwelche Mordkomplotte aufdecken? Aber ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, das wird man eher spielen, wenn man sagt, ich habe jetzt die Early Access von Baldur's Gate durch und will jetzt mehr D&D. Ach ja, dann spiele ich halt Solasta. Warum? Witzigerweise könnte ich mir vorstellen, das ist vielleicht mega gemein, das auch zu sagen, es wirkt mir die Art von Spiel, die das Potenzial hat, einen richtig geilen zweiten Teil zu haben. Wenn das erfolgreich ist, also, und ich sage das auch gar nicht so negativ, weil zum Beispiel das erste Witcher hatte viele Probleme, das erste Divinity Original Sin hatte auch noch viele Schwächen, mit dem, was das der zweite dann hatte. Das war gerade meine Frage an euch tatsächlich. Das erste Divinity, war das ein Hit, mit dem man gerechnet hatte? Oder war das nicht auch eher so ein Geheimtipp? Es hat ja nicht mal Larian damit gerechnet. Ich hatte sie ja mal, das war sehr lustig, mein erster Kontakt mit Larian, da war ich noch Praktikant oder sowas, war ein Studiobesuch von denen bei uns, wo sie uns eigentlich Dragon Commander zeigen wollten, dieses Strategiespiel, das auch cool war. Ich fand, und dann haben sie so, und wir haben jetzt noch dieses andere Spiel, willst du vielleicht auch mal sehen? Und lustig ist auch ein bisschen, wenn solche Entwickler kommen, die kennen dich ja immer nicht so von wegen so, erstmal, spielst du überhaupt Echtzeitstrategie? Magst du vielleicht auch Rollenspiele? Und ich so, oh, you've come to the right place. aber da war Dragon Commander der Hauptact und Original Sin war so ihr Nebenprojekt. Und sie haben dann aber selbst im Lauf der Entwicklung gemerkt, dass Original Sin enorm viel Potenzial hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Sven Winke selber hat mir sogar mal wortwörtlich gesagt, wir haben Dragon Commander umgebracht für Original Sin. Weil du hast bei Dragon Commander gemerkt, das wurde nicht zu Ende entwickelt. Das war cool, gutes Spiel, also hat wirklich viele coole Ideen, aber irgendwo, du hattest das Gefühl, irgendwo ging das Budget aus. Das war aber gar nicht so, das Budget wurde umgeschiftet zu Original Sin. Und das war ja auch, das war ein tolles Spiel, aber auch so ein, sag ich mal, clunky Indie-Perle mit Charme, in vielerlei Hinsicht dann doch. Und ich glaube, das könnte das vielleicht auch werden. Nicht ganz auf dem Kracherniveau vom ersten Original Sin, aber so in die Richtung. Ja. Ich finde einfach, wenn du Rollenspieler bist, wenn du rundenbasierte Gefechte magst, wenn du D&D magst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das Spiel mal im Auge zu behalten. Wie gesagt, kannst die Demo spielen.
hast du nichts verloren. Wenn du sagst, es ist nichts für mich, okay, wartest du halt weiter auf Baldur's Gate 3. Passt.